Mein Name ist Florian Finsterer, ich bin Geschäftsführer von Röckerdental. Unser Unternehmen gibt es seit 1963. Wir sind eines der modernsten Labore in der Region. Aktuell haben wir 5 Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Wir kommen da aus Frankreich, aus Russland, aus Ungarn. Wir sind eine Multikulti-Truppe. Das Schöne daran ist, es gibt viele Sprachen. Es gibt auch immer mehr Patienten, die nicht die deutsche Sprache perfekt sprechen. Deshalb haben wir alles in der Hinterhand und können vieles bedienen. Die Mitarbeiter, die wir einstellen mit Migrationshintergrund, haben eigentlich die gleichen Qualifikationen wie deutsche Mitarbeiter, nur dass die Sprache halt ab und zu ein bisschen hapert. Aber genau das macht ja wieder den Punkt aus, damit es ein bisschen lebendig bei uns im Labor wird. Also ich nehme gerne Leute auf, weil es einfach schön ist. Meine Eltern haben einen aus Zimbabwe damals adoptiert, der bei uns dann groß geworden ist, der jetzt seit 25 Jahren da ist. Und wenn man ein tolles Team hat, dann ist es egal, ob einer dazukommt. Es kommt immer aufs Team drauf an. Was besser werden müsste in dem ganzen System, ist für uns als Unternehmen, dass das Miteinander und die Kommunikation zwischen den Behörden besser werden muss. Die Migranten, die bei uns eingestellt werden, haben eigentlich keine Zeit, auf Förderungen zu warten. Du brauchst einen Bürgerkrieg, die kommen hier an und du weißt teilweise nicht, wie kannst du sie fördern, was kannst du machen. Die Behördengänge, sie müssen schneller werden. Wenn wir das irgendwann hinkriegen mit diesem Förderprogramm, glaube ich, haben wir eine tolle Zukunft vor uns.